Preiswerte FIFA-Coins findet ihr bei IG4Hall. Checkt dazu einfach mal die Infobox ab. IG4Hall. Was geht ab, meine lieben Freunde? Euer Nia und herzlich willkommen zu meinen Foot Champions Packs. Ja Leute, wir werden heute meine monatlichen Rewards öffnen. Ich habe ja einmal Elite 1 monatlich erreicht, das heißt 20 rote Informs. Und dann habe ich letztes Wochenende Elite 2 erreicht. Leider kein Top 100, kein Elite 1. Ich war einfach zu unkonzentriert gewesen. Ich habe einfach nicht meine Leistung abrufen können, die ich sonst abrufe. Aber ja, was soll man machen? Immerhin haben wir ein 3er Inform-Set. Das Team der Woche sieht ehrlich gesagt nicht so gut aus. Müssen wir uns mal anschauen hier. Aber ich werde natürlich trotzdem die Packs hier öffnen, weil jede Woche darauf jetzt zu warten, bis ein gutes jetzt kommt, lohnt sich eh nicht, weil Team of the Season steht vor der Tür. Da werden auf jeden Fall ordentlich Packs-Openings kommen, Alter. Auch im Livestream und so weiter. Emre Can gibt's hier zu ziehen. Hames, Costa. Also keiner, der jetzt wirklich so, sage ich mal, eine Million wert ist oder sowas. Aber wenn wir einen Walkout ziehen sollten, würde mich das schon freuen. Aber das Geile ist, Leute, wir können nämlich auch Messi ziehen. Wir können Dybala ziehen und in diesem Set die Elite 1 Foot Champions. Wir werden davor erstmal die beiden öffnen. Erstmal das 100k-Pack. Würde ich sagen, Leute, wir fucken gar nicht dran. Wir starten mit einem Walkout. Oder wir starten mit einem Walkout. Nein. Aber immerhin eine Special-Karte. Oh mein Gott, da kommt der Azpilicueta, den habe ich sogar als Inform in Rot, ey, das ist doch unglaublich. So, jetzt würde ich sagen, öffnen wir zuerst das 3er Inform-Set, weil ich denke mal, das rechte wird spannender sein. Ich weiß noch, im letzten Monat hatten wir auch 20 Informs und da war einfach kein Walkout drin. Da war immerhin Casemiro drin, da ist eine gute Karte, 87er, aber kein Walkout. Und diesmal müssen wir da unbedingt einziehen. Ich bin richtig gespannt auf dieses Pack, aber zuerst will ich jetzt dieses geöffnet, Alter, bitte. Komm, ein Walkout. Ich bin mal gespannt, Alter. Ey, wir hatten so lange kein Walkout mehr in diesen 3er-Inform-Sets, ey. Ich bin mal gespannt. Alles klar, Leute. Wir starten rein. 3, 2, 1, go. Nein. Ey, das ist doch nicht wahr. Unser Glück hat uns richtig verlassen. Aber Samuel Eto'o, ja, immerhin Eto'o 86, aber der ist, glaube ich, nicht viel wert. Was haben wir sonst da drin? Gomez und Burgstaller, Alter. Ja, okay, sind drei Karten, die nicht schlecht sind, aber auch nicht viel wert sind, ne? Eto'o, nicht mal 30k wert. Dann haben wir noch André Gomez drin hier. Der wird auch, 40k, nicht mal, Alter, 30k. Und der Burgstaller auch maximal 20.000, nicht mal, Alter. Eieieiei, Leute, ja. Was soll man machen? Das Glück wird auf jeden Fall beim Team of the Season zurückkommen, Alter. Ich habe da volle Erwartungen drin, Leute. Bevor wir jetzt zu diesem Pack hier kommen, wollte ich nur noch mal sagen, dass ich ab nächster Woche Dienstag bis darauf die Woche Montag meiner Familie im Urlaub bin, also 6 Tage. Und ich werde dann dementsprechend die Videos hier vorproduzieren. Kann sein, dass ein bisschen weniger Videos kommen werden über den Zeitraum, weil ich kann nicht die gleichen Videos bringen innerhalb von 6 Tagen, weil da müsste ich jetzt wirklich jeden Tag von morgens bis abends hier Videos machen. Das packe ich einfach nicht, ehrlich gesagt, Leute. Ich werde auf jeden Fall einiges an Videos vorproduzieren. Kevin allein in wird kommen, es wird Peter komm mal runterkommen, also ein bisschen weniger Foot Champions, mal so andere Serien, was ihr auch mal wolltet. Und ja, Leute, jetzt würde ich sagen, springen wir zu diesem Pack, Alter. Ey, was für mich zählt, dass hier wenigstens ein Walkout drin ist, Alter. Und dann ist die Frage, welcher Walkout? Ey, kommt da, wenn jetzt so ein Messi kommt oder wenn da ein Dybala kommt, das wäre einfach nur traumhaft. Aber meine ganzen Kollegen haben auch alle nur Scheiße gezogen. Ey, da haben sogar Leute im Dings, ey, das ist einfach zu krass. In Silber 1 haben Martial gezogen und. Wir lassen uns jetzt überraschen, Mann. Ich bin richtig nervös für dieses Pack hier, Alter. Leute, bitte. Wenn da jetzt wieder kein Walkout drin ist, Mann, das wäre so traurig. Aber deshalb öffnen wir es jetzt und bekommen einen. Wir bekommen einen. Wir bekommen einen. Bitte, wer wird es sein? Wer wird es sein? Wer wird es sein? Was sind das für kleine Pissternschnuppen? Was kommt da? Belgien? Hazard? 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 Carrasco, Alter, Carrasco, ey, mit dem kann ich doch überhaupt nichts anfangen. Was haben wir noch? Benteke, Sokrates, Balotelli, Jonas, ey, die kann ich ja alle nicht bekaufen. Der ist gut, aber sonst, ey, da kann man ja fast gar keinen von gebrauchen, Alter. Ey, das ist echt schade, Mann. Ey, ich sehe so Walkout und dann kommt da so ein Benteke und Carrasco, Alter, ey. Braucht man ehrlich gesagt nicht, aber ja, hätte es schlimmer kommen können, Leute, keine Frage. Doch dann, wie aus dem Nichts, kam dieses Pack. Leute, es war mitten in der Nacht. Wir hatten 2 Uhr morgens. Ich habe die Squad Builder Challenge gemacht, zusammen im Skype-Call mit Nelson, mit Dennis, mit Emre, mit Mo. Alle waren gespannt auf mein Pack, weil ich habe immer so ein Glück gehabt. Dann kam der Walkout Argentinien und wir hatten Paulo Dybala. Den 90er Inform, Leute, einfach in einem einzigen Inform-Pack gezogen, wo man garantiert einen 84-Plus-Spieler zieht. Und wir ziehen den 90er Dybala Walkout, Alter. Die anderen haben nur Scheiße gezogen. Doch dann kamen wir mit unserem Pack-Luck zurück und ziehen hier den 90er Dybala, den wir auf jeden Fall auch für unsere Mannschaft gebrauchen könnten, Leute. Und ja, es war einfach nur unfassbar. Ich habe euch jetzt leider nicht die Live-Reaction
gezeigt, weil ich keine aufgenommen habe, weil ich hätte niemals gedacht, dass so ein Spieler kommen wird. Damit könnt ihr sehen, ich zeige euch keine Fake-Reaction wie manche anderer YouTuber. Ich hätte jetzt natürlich auch irgendwie das faken können und sagen können, oh mein Gott, Dybala gerade gezogen, Arschbombe, dies, das. Nein, habe ich nicht gemacht. Ich zeige euch alles, was so, wie es ist, geschieht. Gutes Deutsch. Auf jeden Fall war es jetzt hier von diesem Pack-Opening, Leute. Wie gesagt, diese Weekend League werde ich wahrscheinlich gar nicht zocken können, weil ich bin nur am Vorproduzieren. Deshalb wird auch kein Livestream kommen. Aber ihr könnt mir gerne auf Snapchat, Instagram folgen. Dort werde ich dann Sachen aus dem Urlaub posten. Dann könnt ihr mal ein bisschen sehen, wo ich bin, was ich mache und. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich, Leute. Checkt meinen Zweitkanal für Gaming TV aus. Dort werden auch einige Videos vorproduziert. Und ja, ich bin damit raus, Mann. Lasst einen Daumen nach oben da. Euer Ödi verabschiedet sich. Haut rein und ciao.